Name your game. Moin liebe Leute und herzlich willkommen in Mario Kart 8 Deluxe. Heute spielen wir den allerletzten Teil der Wave 4 und ich bin schon mega gespannt. Ihr wisst vermutlich schon, euch erwartet wieder mal ein Birdo-Setup. Ich kann einfach nicht genug bekommen vom neuen DLC-Charakter und deswegen spielen wir ihn in Blau. Welches Kart nehmen wir? Das ist eine schwierige Entscheidung, aber ich glaube, wir gehen wieder für das Pünktchen-Kart und für die kleinen türkisen Reifen und den Hyrule-Gleiter. Und jetzt starten wir gleich mit dem Bumerang Cup. Hier gibt's das Bangkok, Abendrot, Marios Piste, Waluigis Arena und Überholspur Singapur. Gucken wir uns das gleich mal an. Yo, was eine schöne Strecke hier, originalgetreu. Naja, beim Nintendo-Style, versteht sich. Und das freut mich ganz besonders, hier zu fahren. 200 CCM, wir starten gleich, wenn das Startsignal kommt. Los geht's, der Bumerang Cup hat begonnen und wir boosten hier nach vorne gnadenlos. Haben hier noch eine Bananenschale, aber genauso gnadenlos schießen wir in eins der Boote ein. Und hier gibt's kein Halten mehr, das gibt's doch nicht, hier Dritter. Oh, da werden wir gesniped und das bedeutet der vierte Platz. Aber hier kurzerhand eine Abkürzung gefunden und ich wollte noch ein bisschen was essen am Markt, aber ich habe irgendwie nichts bekommen, also geht's weiter. Oh mein Gott, wo bump ich überall rein? Das gibt's doch gar nicht. Oh, da sniped mich auch noch eine Green Shell. Zehnter kurzzeitig, das gibt es doch nicht. Sechster, fünfter, die Aufholjagd kann beginnen. Hier nochmal was abbekommen. Aber das muss hier bedeutend besser werden. Oh, ganz knapp an der Bananenschale vorbei. Und jetzt mache ich richtig Druck. Hier, vierter. Komm, schneller. So schnell wie es geht. Von mir aus auch 500 CCM. Eine Red Shell ist geused. Oh ja, dritter. Oh, knapp. Den Red Shell Snipe hier vermieden. Ja, Bananenschale nach hinten. Ludwig nur noch vorne. Und das ist der erste Platz. Und da kommt der Snipe des Jahres. Ja, jetzt kann ich mich halten und jetzt muss ich mich ein bisschen beruhigen und da kommt direkt der Platz 1 Vernichter. Der zerstört Träume, der zerstört Leben, der zerstört Cups. Oh Gott, vierter, ich use mal die Hupe, die bringt mir jetzt eh nichts. So, zweiter irgendwie und da ist wieder der stärkste Kontrahent, aber irgendwie schütteln wir ihn ab. Die Münze ist verpasst worden, aber keine Zeit zum Überlegen. Und das ist jetzt hier der erste Sieg im ersten Rennen. Puh, das war ja wieder mal knapper als gedacht und vor allem knapper als gewollt. Wir gucken gleich weiter, was uns auf Strecke Nummer 2 erwartet. Jo, hier wird Feuer gespuckt. Von den Pflanzen, das Licht schimmert leicht durch den kleinen Wald und es ist Marios Piste, die hier angepeilt wird. Birdo, spreiz deine Flügel und gib Gas, jetzt! Das hat nicht so gut funktioniert, wir starten vom fünften Platz und wieder ist es Ludwig, der jetzt eine Ratchel abbekommt. Wir müssen hier ein bisschen hüpfen und bekommen natürlich trotzdem einen Feuerball ab. Wie soll es denn anders sein? Oh, gar nicht. Wie startet dieser Cup? Das ist doch asozial. Hier jetzt eine Red Shell geused und das ist wieder der zweite Platz. Es geht hin und her und her und hin. Komm, snipe den mal. Sehr schön die Red Shell, auf die es Verlass. Auf die kann man sich immer verlassen. Und jetzt in die zweite Runde eingefahren mit ein bisschen Vorsprung. Die Goombas hier, die können mir nicht viel anhaben, aber jetzt habe ich leider nur eine Münze und da muss ich den Dingern ausweichen, die mich vorhin gesniped haben. Hier ein Zweier-Item, eine Bombe, das ist nicht das Beste und hier werde ich schon wieder überholt. Oh Gott, komm, hol dir das Zweier-Item, Münze auch noch geused, kurz hier im Gras gelandet und dann wieder den Fehler gemacht und der Platz 1 Vernichter wurde hier gecancelt. Das ist schlecht für uns, weil wir auf dem zweiten Platz sind. Und komm, jetzt fahr nach vor, komm.
bump hier rein, mach alles, es ist egal, ob es fair oder unfair ist. Hier eine Red Shell zur Verteidigung oder zum Snipen, ist auch egal. Nach hinten gegeben. Hat nichts gebracht, hier noch eine Bananenschale. Oh, unsere Verfolgerin ist super dran. Oh, wie soll ich das heimbringen? Komm. Irgendwie ist sie gestrauchelt und da kommt auch noch ein Snipe. Das gibt es doch gar nicht, mein Gott. Aber da ist hier der Blitz. Und da kommt noch ein Platz 1 Vernichter und rettet uns den Arsch. Wie gut war das denn? Wie lucky war das denn? Und dieser Cup ist hier. Da bin ich ja wirklich vom Glück verfolgt. Wir gucken gleich weiter und vergessen die Strecke. So, Nummer 3 hier. War Luigis Arena im Bumerang Cup. Und jetzt wird's wieder mal spannend. Zuschauer sind genügend vorhanden, würde ich mal sagen. Die haben ihr Eintrittsgeld bezahlt. Und die wollen jetzt natürlich auch einen Birdo sehen, der mehr als nur alles gibt. Los geht's gleich nach dem Ton. Und da ist er. Hier, kurzerhand erster, zweiter. Es wechselt sich ab. Hier ein bisschen schlecht gefahren. Wieder erster. Mein Gott, das ist wieder hier ein schwingendes Pendel. Frontflip, gut gemacht. Schöne Kurvenlage, aber ein Rachel Snipe und das ist suboptimal, würde ich mal sagen. Ludwig hilft hier aus, knallt Lemmy ab. Und wir können jetzt ein bisschen mit dem Pilz nach vorgehen. Fehler hier von Peach. Und das heißt, wir sind wieder Erster, haben da ein Zweier-Item mitgenommen. Aber boah, irgendwie komme ich hier schon noch wieder auf die Strecke. Beide haben eine Bananenschale und da schlägt der Blitz ein. Das mischt die Karten nochmal neu. Erster, Zweiter. Ich weiß es nicht mehr. Gibt's hier ein tolles Item? Hoffentlich. Nee, gab nichts. Hier eine Münze. Dann nochmal ein Stunt. Wir müssen auf die zwei Bananenschalen Acht geben. Haben wir. Nochmal ein Stunt und nochmal ein Stunt. Und jetzt kommt eine scharfe Linkskurve. Gut angedriftet. So, komm, gib alles nochmal. Es ist der letzte Cup. Oh mein Gott, was für ein Green Shell Snipe. Das gibt's doch nicht. So, und jetzt ist die Bombe. Jetzt die Frage. Ja, die geben wir nach hinten. Wir müssen nach hinten auch etwas abgeben. Boah, Ludwig hätte uns fast getroffen mit seiner Bananenschale. Zweiter, erster. Und hier sind ein paar Pilze. Und ich erwische gleich beide. Das war gut. Aber ich bin Zweiter oder Erster. Das ist hier ein wildes Getümmel. Man kann es sich nicht vorstellen. Und jetzt habe ich eine Hupe. Wenn ich Erster bleibe, dann kann ich die natürlich mega gut für einen eventuell aufkommenden Platz 1 Vernichter usen. Komm, mach es jetzt. Oh mein Gott, dann kommt noch der Blitz. Und das heißt, ich bin jetzt nicht sicher. Ich bin nicht safe. Wir schmeißen die Bombe noch nach hinten. Haben anscheinend nicht sehr gut getroffen, sonst hätten wir das gemerkt. Guter Stunt. Hier noch ein Item aufgenommen, ein Doppel-Item und dann haben wir zwei Green Shells. Eine nach hinten und die zweite als Schutz. Und das hat gereicht. Das ist der dritte Sieg im dritten Rennen. Zum Glück jetzt nicht so lucky wie in den zwei Rennen zuvor, aber ohne Glück geht's halt hier doch nicht ganz so einfach. Und jetzt erwartet uns schnell, aber doch das Finale. Es ist die Champions League von Mario Kart 8 Deluxe. Es ist immer der zweite Cup und das letzte Rennen in 200 CCM. Und wir sind im wunderschönen Singapur. Es ist einfach fantastisch, wie diese Strecke aussieht, vor allem farblich. Let's go! Gut vom Start weggekommen, aber Ludwig, der mit seinem Bike, der will uns das Leben schwer machen, ich weiß schon. Komm, in die Röhre rein und Ludwig, boah, der ist ja mega schnell. Dritter, nicht so gut, auch wieder nicht so gut. Wo ist die Souveränität, wo ist die Sicherheit hin, die wir aus den vergangenen Cups kennen? Auch die Snipes laufen nicht. Und jetzt kriegen wir vermutlich eine Red Shell ab und so ist es auch. Vierter. Oh Gott. Und hier reingebombt. Einfach nicht gut koordiniert. Und da gehen wir jetzt in die China-Ecke rein. Och, knapp. Ludwig ist vor uns und Lemmy. Die zwei mit den krassen Haaren, mit den blauen Haaren. Und wir versuchen, diese zu überholen. Komm, Birdo. Du bist doch auch blau. Einmal boosten.
Wo bin ich denn jetzt? Hier, den Pilz geused. Da war der Schaden noch zu begrenzen. Aber Ludwig kann sich gegen die Red Shell behaupten. Aber wir bumpen ihn hin. Und damit sind wir auf dem ersten Platz. Aber kriegen direkt Karma. Eine Green Shell. Und da kommt der Blitz. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war, aber ich meine mal eher gut. Es ist zwar trotzdem Ludwig vor uns, aber den können wir noch einholen. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie. Hier, jetzt mal geboostet. Das gibt uns den nötigen Speed, den wir brauchen. Aber er ist immer noch vor uns und bald geht es hier zum Zieleinlauf. Haben wir jetzt noch ein Zweier-Item? Ja, wir haben eins. Was kommt? Eine Red Shell wäre wichtig. Nee, es ist nur eine Bananenschale. Aber auch die sniped und jetzt irgendwie hängen geblieben. Da kommt Lemmy. So, komm. Da ist das Ziel. Ich hatte ganz vergessen, den Pilz zu usen, aber es ist sich trotzdem ausgegangen. Leute, was für ein Rennen, was für ein Cup. Was für eine Wave 4. Und ich glaube, jetzt haben wir es uns wahrlich verdient, die Highlights anzusehen, ein bisschen zurückzulehnen und uns zu entspannen. Da sind sie, die Highlights. Präsentiert von Mario Kart Television, ihr paar Stunts. Wir werden gesniped. Was hat das mit Highlights zu tun? Den Pilzboost geused. Und wieder ein Bump. Und wieder ein Stunt. MKTV steht auf Stunts, wie auch immer. Erster im Bangkok-Abendrot. Erster auf Marios Piste. Erster in Waluigi's Arena. Und erster auf der Überholspur Singapur. Und das ist der tolle Pokal, den wir erhalten haben für unseren Flawless Sieg, den fehlerfreien Sieg im 200ccm Bumerang Cup. Ja Leute, das war's schon wieder mit Welle 4 und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es eine neue Wave gibt. Wave 5 ist die nächste, die erwartet uns in 2 bis 3 Monaten. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Und noch mehr wird's mich freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit euren eigenen Mario Kart 8 Deluxe Runden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.